Willkommen in der OpenOLAT Academy zum Thema Kursadministration. Im Folgenden geben wir Ihnen ein paar grundlegende Hinweise zum Erstellen und Verwalten von Gruppen. Die Mitglieder einer OpenOLAT-Gruppe müssen als Benutzer in OpenOLAT erfasst sein. Das ist die einzige generelle Bedingung. Alles Weitere kann konfiguriert werden. Es kann zum Beispiel konfiguriert werden, dass ein Kursersteller für seine Kursteilnehmer Lerngruppen einrichtet, also Gruppen innerhalb eines Kurses. Es kann aber zum Beispiel auch ermöglicht werden, dass ganz normale Teilnehmer eine Interessengruppe gründen, die völlig unabhängig von einem bestimmten Kurs ist. Bestehen bereits viele Gruppen, verschaffen Sie sich einen Überblick mit der Suchfunktion. Suchen Sie zum Beispiel eine Gruppe, in der Sie als Betreuer dabei sind, hilft Ihnen die genauere Eingrenzung mit der erweiterten Suche. Die Berechtigung zum Erstellen einer Gruppe kann vom Administrator vergeben werden. Sie finden dann den Button im Bereich Gruppen unter verschiedenen Reitern am unteren Rand. Ergänzend zur Neuerstellung von Gruppen besteht auch die Möglichkeit zum Duplizieren oder Zusammenführen. Als Betreuer können Sie Ihren Gruppenmitgliedern verschiedene kollaborative Werkzeuge zur Verfügung stellen. Als Gruppenbetreuer gehört es dann zu Ihren Aufgaben, die Verwendung dieser Werkzeuge zu konfigurieren, zu begleiten und zu überwachen. Wenn die Gruppe mit einem Kurs verbunden ist, haben Sie als Betreuer im Kurs zusätzlich noch Zugriff auf das Bewertungswerkzeug und Teststatistiken der eigenen Gruppe. Wenn Sie eine neue Gruppe erstellen, sind Sie automatisch Betreuer dieser Gruppe. Gruppenbetreuer erhalten den Link Administration im Menü. Sie können dort den Gruppenmitgliedern die kollaborativen Werkzeuge einrichten, Mitglieder hinzufügen, die Gruppe löschen und diverse weitere Einstellungen vornehmen.